Ich habe meinen Fuß gefunden. Hi. And welcome. Hi. Woo. Wie ihr sehen könnt, heute wird es ein verrücktes Video. Ich probiere heute zum ersten Mal Astronautenfood. What? Ich hatte das schon letztes Jahr vor. Aber einige Produkte waren extrem schwer zu kriegen. Es gibt welche von Amazon, die sind einfach. Aber es gibt noch so originalgetreues in so einer Tube aus Russland. Die zu ergattern war sehr schwer. Also wir hatten es letztes Jahr bestellt. Ich habe es meiner Managerin gesagt, die sagt, bestellen. Guck mal, was sie sagt. Da hatte ich die ja gefunden, das erste Mal bestellt und dann hat das nicht geklappt. Deshalb habe ich nochmal bei eBay geguckt. Und letztendlich hat mir die irgend so ein Russe, so Alexei oder so hieß der, zugeschickt aus Russland. Und kannst ja sogar sagen, wir mussten sogar zum Zoll, um das abzuholen. Es lag 2 Monate beim Zoll. Tricky, sonst kommst du halt nicht daran. Aber die Russen sind schlau. Die bunkern. Auf der Internetseite ging es nicht, da hat sie auf eBay einen Russen gefunden, der das irgendwie verkauft, weil er die bunkert. Ja, jetzt habe ich die ergattert. Mal gucken, ob mir die Sachen schmecken werden. Die Essen im Weltraum ist extrem schwierig, denn die Schwerelosigkeit lässt Besteck, Löffel, Messer, alles in die Luft schweben. Auch Krümel fliegen dann hoch, landen an der Decke, könnten dein Auge rein, Nasenloch, Ohrenloch oder auch in bestimmte Geräte, das ist auch gefährlich. Deswegen, wie ernähren sich die Astronauten? Ist unterschiedlich. Es gibt einmal so Pastenart, es gibt wasserentzogenes Essen. Es darf nicht zu flüssig sein, sonst fliegt es wieder hoch. Astronautennahrung wurde in den 60er Jahren entwickelt. Damals ging es nicht nur darum, Gewicht und Platz zu sparen, sondern auch den Gang zur Toilette. Die Russen mochten zum Beispiel in Tum gepresste Teigtaschen, Rindergulasch, Suppen. Danach wurden dickflüssige Pasten angeboten und auch gefriergetrocknetes Pulver. Gefriergetrocknet heißt, dass so eine Maschine das ganze Wasser von deiner Nahrung nimmt, entzieht. Aussehen, Geschmack, Geruch und Vitamine bleiben aber. Das ist halt das Coole. Durch das Wasser quellen dann die dehydrierten Gerichte wieder auf und man kann essen. Zum Beispiel, das kennen wir alle, Milch. Milchpulver. Es haben sich damals aber auch viele Astronauten über die Küche beschwert, also über den Geschmack. Das Problem ist, oben im All, sagt man, ist man sogar fast schon geschmackstot. Man kann nicht so gut die ganzen Gewürze und Aromen und so weiter schmecken. Deshalb, es gibt auch schon so NASA, ISS-Köche, die für dich mit bestimmten Rezepturen jetzt kochen und in Dosen verpacken. Diese Dosen müssen auch bestimmten Anforderungen entsprechen. Herkömmliche Dosen würden mich bei der Fahrt ins All zerplatzen. Das wollen wir ja nicht. Ich fange gleich an, keine Sorge, aber es gibt auch bestimmte Regeln im Weltall. Und zwar darf man keinen Alkohol trinken, kein Salz bzw. nicht zu viel Salz, weil es da oben zu Knochenschwund führen kann. Salz bestärkt das Ganze, deswegen wird in dein Essen sehr viel Kalzium hinzugefügt. Pfeffer wird nur im Öl serviert, damit auch da die Staubpartikel nicht hochschweben. Also so viel Vorschrift. Ich möchte jetzt das Video damit nicht voll müllen, aber ich finde es mega interessant. Okay, jetzt probiere ich es. Womit fange ich an? Ich fange mal mit den Pasten an. Made in Russia. Fleischpüree. Was für ein Fleisch ist das? Traditional Russian soup with beef. Rindfleisch. Beef. Fresh cabbage. Beetroot. I don't like that. Melted butter. Sour cream. Potatoes. Carrot, tomato paste, onion, wheat flour, press. Die armen Astronauten, ey. Ich könnte schon allein wegen des Essens nicht hoch. Ihr wisst ja, wie verfressen ich bin. Okay, also es ist so wie eine Zahnpastatube. Sieht stylisch aus. Oh, die ist flüssiger als ich gedacht. Oh nein, ich will das nicht essen. Riecht wie Babybrei. Aber die sind nicht lecker. Kennt ihr die? Okay, ich probier's jetzt. Hä, es ist viel flüssiger als ich gedacht habe. Aber wenn du es direkt in deinen Mund tust, kannst du ja nicht hoch. Kein Kommentar. Also, ich würde das freiwillig nicht gerne essen. Kennt ihr es, wenn ihr kaltes Hackfleisch isst? Ein bisschen Soße, aber kein Gewürz. So schmeckt das. Also es stimmt, hier ist echt kein Salz, also keine richtigen Gewürze. Obwohl sich doch die Astronauten beschwert haben. Ah, bestimmt war das diese Version. So, hier haben wir jetzt Hüttenkäse, Cottage Cheese with Sea Buckthorn Puree. Was ist das denn alles? Ich kenne das alles nicht. Sanddorn. Was auch immer das sein soll. Aber da jetzt kein Fleisch ist, ich mag ja gar nicht kaltes Fleisch und so.
Ja, was ist denn das? Was ist das? Das ist zum... Ah, deine Hände sauber machen dann. Ich kann mir vorstellen, dass das mir schmecken wird, weil ich Frischkäse, Hüttenkäse und sowas mag. Ah! Warum spritzt das hier so? Deswegen habe ich Hammer das hier bekommen. Ist das abgelaufen? Meine Managerin meinte, dass die schon fast abgelaufen sind. Die sind bestimmt aus den 60ern, ey. Wie riecht's? Ah, ich kenne den Geruch. Meine Omas Füße riechen so. Ey, es war erst süß und dann war es sauer, aber gemein sauer. Süß, sauer, Käse. Und wenn was sauer ist und Käse, dann denkt man vergammelt. Also da war mir dieses Fleischding da lieber. Sorry, wenn es ums Essen geht, bin ich eine kleine Pussy. Pussy, 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 aber ihr wisst schon auch. Kriegt gar keinen Punkt von mir. Das andere, es kriegt von mir 2 von 10 Astronautenpunkten. Das ist Folter. Jetzt weiß ich, was die echt in den 60ern gemeint haben, dass sie sich beschwert haben. Und ich glaube, dass diese den 60er-Pasteten getreu sind. Naja, gehen wir jetzt mal von den Tuben zu diesen getrockneten Sachen. Ah, Vanilla Ice Cream Sandwich. Ready to eat. Ah, du musst gar nichts vorbereiten. Freeze-dried food can be stored for many years without refrigerating. Du kannst das Jahre in so einem Beutel haben. Das Wasser wurde entzogen. Das ist einfach getrocknetes Eiscreme-Set. Ja, merkt man. Shit, was ist das? Das ist einfach Pulver. Die armen Astronauten. Ich würde es aber essen. Also, man kann es essen. Ich schmecke nur den Keks heraus. Ich probiere mir jetzt nur das Eis. Das schmeckt so wie Eiscreme-Chips. Gibt es zwar nicht, aber wenn es gehen würde. Ich versuche mal das jetzt mit Wasser anzumischen. Entsteht Eiscreme? Das entsteht gar nichts. Das Ding ist, man sagt ja, Krümel und so sind verboten. Also wenn das so ankommt, sieht jetzt schon eiscremiger aus. Ich weiß, ich schmecke nach Sofa. So als ob da ein Stück Sofa mit drin ist. Dann haben die halt hier noch getrocknete Früchte. Bei Amazon sind mehr diese billigeren Sachen hier. So getrocknete Früchte und so machen ganz viele YouTuber. Boring, ich habe extra aus Russland von da so einem Alexei was bestellt. Zimt und Apfel. Eine Bedingung hätte ich für den Astronauten auch und zwar, ihr braucht heftig starke Zähne. Aber die schmecken mir echt. Pfirsich. Astronauten binden ihre Behälter, wo das Essen drin steckt, mit einem Klettverschluss an ihr Tablett. So, Peach. Styropor. Mit bisschen Pfirsichgeschmack, ja. Erdbeeren. Au. Also die sind hardcore hart. Bestimmt damit die nicht während des Fluges dann zersprengen. Kann ich mir vorstellen. Oder? Macht gar keinen Sinn. Mit Hammer hier. Banana! What the fucking bananas? Riecht nach Sand. Schmeckt nach Sand. Das schmeckt nach... Kennt ihr dieses Schmirgelpapier? Und dann ist euer Holz so schön weich. Getrocknete Weintrauben habe ich auch noch gesehen und gehört. Mmm. Lecker. Die sind echt lecker. Achso, kleiner Zwischenstopp. Und zwar, wie wird man eigentlich Astronaut? Astronaut zu werden ist schon ziemlich schwierig. Ich weiß, es ist heutzutage auch noch so, aber damals wollten immer die kleinen Kinder Astronaut werden. Wie kommen die überhaupt darauf? Ich weiß nicht. Ich wollte nämlich klein mit irgendwas in den Medien machen. Schauspielerei, Autor und Müllmann. Damit ich mich hinten einfach im Freien fahren. Auf jeden Fall Astronaut zu werden, schwierig. Weil das sehr, sehr begehrtes Arbeitsplätzchen ist. Hier müssen zum Beispiel Interessenten warten, bis die Europäische Weltraumorganisation, ESA, ihre Ausbildungsplätze offiziell ausschreibt. Du kannst nicht jedes Jahr darauf warten, sondern man weiß nie, in 10 Jahren.
in 15 Jahren. Das letzte Mal, als das geschehen ist, war im Jahre 2008. Schon ein paar Jährchen her. Und ratet mal, wie viele Menschen sich beworben haben. 8500 geeignete Menschen haben sich beworben. Und davon, wie viele wurden genommen? Nur 6. Die Kandidaten sollen zwischen 27 und 40 Jahren sein und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung haben. Also als zum Beispiel Mediziner, Ingenieur, Naturwissenschaftler, Mathematiker. Okay, Mathematiker weiß ich nicht, das habe ich gerade erfunden. Aber Pilot. Pilot kannst du auch sein. Deswegen, wenn es wirklich dein Traum ist, Astronaut zu werden, egal wie schwierig das ist, wenn du die Bedingungen erfüllst, kannst du dich ja trotzdem drauf irgendwann mal bewerben. Und vielleicht schaffst du es ja. Follow your dreams and you will be happy. Or at least happier. Ich muss sagen, es macht aber voll Spaß. Ich liebe es ja immer wieder, neue Sachen auszuprobieren. Ich glaube, viele von euch, die sich das jetzt anschauen und immer mal einen Astronautenwunsch hatten, haben den nicht mehr wegen des Essens. Daran denkt man halt gar nicht. Man denkt, oh cool, ich kann auf den Mond und so. Aber ich glaube, die Realität ist ein bisschen härter, ein bisschen noch langweiliger. Stell dir vor, du bist einfach ein halbes Jahr da oben. Respekt an alle Astronauten für ihre Arbeit. Thank you for your service. Hättet ihr Lust, dass ich mehr solcher Videoarten auch mache, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Folgt mir auch auf Instagram, da heiße ich Emra, E-M-R-A, Emra. Und dann würde ich mal sagen, fliege ich zum Mond, fly me to the moon, da da di 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 di. Fly me to the moon, da da di di. Ich brauche wieder meine Medikamente. Und wie gesagt, beantwortet mir die Frage, was wolltet ihr als Kind werden? Hübsch. Viel Glück dabei. Spaß. Ich halt Schauspieler. Bin YouTuber geworden. Scheiße.